Guten Morgen im Norden, gegrüßt sei der Westen, Salü in den Süden und ein herzliches guten Tag in den Osten. Mein Name ist Thomas Freaks und heute machen wir eine Zoovisite und zwar den Schloss Monrepos von Chrisley, wie auch immer. Habe ich auf Facebook gesehen und soll ich vorstellen. Ja, wir fangen gleich an. Ist ein sehr, sehr schöner Zoo. Also das, was ich bis jetzt so leicht von oben gesehen habe. Wir spawnen hier aus dem Bus heraus. Ich bin da ein bisschen erkältet, glaube ich, tatsächlich. Also das mögt ihr ein bisschen zu entschuldigen. Wir holen uns gleich unser Ticket hier. Da kommt auch schon ein Mitarbeiter. Ich glaube, auf ist dieser Zoo gar nicht. Und mal aufmachen, damit wir mal ein paar Gäste haben. Ich glaube, dieser Park ist nicht auf. Dieser Zoo ist nicht auf. So. Habe ich ihn aufgemacht? Wir können ja begrenzen. Wie geht das denn noch? Gäste. Achso, das kann man in den Einstellungen machen. Ne? Die Gäste reinlassen. 500. Ja, reicht ja erstmal, ne? Das reicht ja erstmal. So, wir gehen weiter, haben uns jetzt hier unser Ticket gekauft. Und jetzt gehen wir dieses. Also, das ist ein Mega. Das sieht so geil aus. Wir sehen jetzt nur erstmal, ich gehe erstmal von hier. So. Von da kommen jetzt die Leute. Okay. Das habe ich auch nicht gedacht. Da steht erstmal Zoologischer Garten. Ich weiß nicht, ob das irgendein Vorbild hatte. Aber wir werden ja sehen. Musik lasse ich mal wieder aus. Soll ich ja nicht mehr. Damit man auch alles aufnehmen kann. So. Schon mal ein Riesenplatz. Ein bisschen angepasst hier der Geldautomat, damit da so ein bisschen, ja, wir müssen noch ein bisschen Geld holen. Jawohl. Dann geht's zu den Klos. Schön eingefasst auf das Gebäude, aber Gebäudestil gefällt mir. Gut, da hätte man vielleicht noch eine Tür vorsetzen können, ist aber auch ein offenes Klo. Mein Gott, so ist das halt. Der Zoo Shop. Gehen wir auch mal gleich hin. Bock, Entschuldigung. Ich glaube, der Zoo ist nicht ganz so groß, dafür ist er sehr detailreich und 100% ausgebaut. Ach, guck mal hier. Schön. Und hier mit den Wolken oben drüber. Hier kann man sich Fanartikel holen. Plush is great by Keyboard Keeper. Ach so, okay. Ach, schön. Hier gibt es ja keine Toolkits-Objekte wie bei Coaster. Also, ach, guck mal hier. Das als Teller so übereinander. Das ist doch schön. Ja, das gefällt mir. Die Teppiche oder Wandteppiche hier als Bilder. Jawohl. Ein paar Bälle. So kann man das machen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Dann gehen wir doch mal weiter. Zoologischer Garten. Schloss. Was habe ich gesagt? Monrepos. Monrepos. So. Ich kann auch nicht gut gucken heute Morgen. Rundweg. Zoo Shop WC, haben wir gesehen. Gehen wir weiter. Gut, das Ufer ist ein bisschen kahl. Aber gut. Die Gebäude sind mega. Guckt euch das mal an. Hier gehen wir hier. Hier gehen wir lang. Gehen wir hier. Da laufen schon die ersten Pfauen. Guck mal. Gebäude sind mega. Alter Schwede. Obwohl, dann passt der Rasen auch wieder so, ne? So. Das haben so solche zoologischen Gärten und so, die haben das ja so, ne? Das sieht nun mal so aus. Moin. Diese Gebäude hier. Das sieht schon mega aus.
Immer die Herrenhäusergärten sind bei uns ja nicht weit weg von mir aus. Und da sieht das auch so aus. Also, alle Achtung hier. Gebäude. Weiß nicht, ob man die auch begehen soll oder nicht. Weiß ich nicht. Hier ein riesen Brunnen. Jetzt muss ich mir gerade an der Nase kratzen. Oh. Das ist ein schlechtes Zeichen. Gibt es noch einen drauf heute? Das will ich aber nicht. Das muss nicht sein. So. Da hinten geht es auch weiter. Wir gucken mal aufs Schild. Vielleicht haben wir den Rundweg ja schon verlassen. Ich weiß es gar nicht. Was steht denn da? Ach, das ist ein Reptilienhaus. Das. Okay, da müssen wir dann auf jeden Fall noch hin. Der Rundweg geht geradeaus. Naja, dann gehen wir doch geradeaus. Oh, hier müsste man nochmal im Rasenmäher ran. Aber das macht nichts. Wir bleiben in der Erwachsenenansicht, würde ich sagen. Rundweg geradeaus. Naja, dann. Die Gärtner sind bestimmt unterwegs. Das ist ja nicht das Problem. So, was steht da? Boah, ich kann echt schlecht gucken. Guck mal, morgen. Rundweg, Rundweg. Oder? Kraniche. Okay, aber was sollen wir denn jetzt hier? Ich würde ja nur noch gerne auf dem Rundweg bleiben. Hier ist der Rundweg und da ist der Rundweg. Ja. Mal gucken, ob wir dann wieder an den Kranichen rauskommen. Vieles, was wir hier gar nicht sehen. Also guckt euch das, also hier mal. Hat er oder sie. Oh, guckt euch das mal an. Wie schön das ist. Hier gibt es auch einen Bordstein, der ein bisschen versetzt ist. Okay. Das macht aber nichts. Da oben die Wolfstatuen. Ach, ist das schön. Ein ganz tolles Feeling. Ich weiß nicht, ob du hier mit den Boxen gearbeitet hast. Also da gibt es ja, die haben ja auch so Waldgeräusche und Vogelgezwitscher und sowas. Ich höre, das könnte aber das Vogelgezwitscher vom Spiel sein. Das sind nicht diese Waldgeräusche. Die hätte man vielleicht hier noch so ein bisschen auf und mit reinnehmen können. Rundweg hier lang, okay. Mega. Der Brunnen hier. Die Pinguine, die als Wasserfontäne zählen. Rundweg und ich bin echt, da bin ich ein bisschen verwirrt, muss ich jetzt ganz ehrlich durch. Da ist ein Rundweg und da ist ein Rundweg. Und hier, was gibt's hier noch? Gastronomie. Rundweg und Rundweg. Wir gucken uns erstmal jetzt hier die Gastronomie an. Hier ist, glaube ich, das neue Restaurant. Da können wir ja nicht rein. Gucken, ob wir hier durch. Zack. Dann sind wir aber hinten irgendwo drin. Das muss auch nicht sein. Dann kommen wir jetzt da nach oben. Hier ist noch ein Eingang. Hier geht's zum Klo. Okay. Okay. Hier ist noch irgendwas. Wahrscheinlich Mitarbeitergebäude. Ja. Okay, dann kommt man wohl nicht da nach oben, wa? Ich weiß es nicht. Da gab es auch keine. Ne, da gibt es keinen Gang mehr. Nur ins Restaurant. Okay. Dann soll es so sein. Dann gehen wir hier mal lang. Hier steht ja Rundweg. Bis auf dem V.
Gut, Kraniche hätten wir noch sehen können, aber das scheint ja am Ende dran zu sein. Da steht auch ein Riesenhaus. Die. Ab. Gehen wir ein bisschen schneller hier durch. Rundweg und Rundweg. Aber irgendwie sehe ich auf diesem Rundweg keine Tiere. Ah, jetzt. Jetzt geht's los. Was haben wir hier? Bisons. Jawohl. Alter Schwede. Guckt euch das Ding an. Geil ist das denn? Bisons. Naja, das kann man so machen. Rundweg und Rundweg. Was haben wir denn hier? Das sieht ja auch geil aus. Da wird einfach mal eine Stimmung eingefangen. Dann sollen wir den Weg liegen lassen. Hier aber, das ist malaysische Tab hier. Mit Baby. Schön. Ja, das ist auch hier mit den Seilen und so. Das ist doch schön. Ist die Hütte für die Tapir wahrscheinlich. Erste auf die Mitarbeiterwege. Die sind aber auch hässlich, die Mitarbeiterwege. Mein lieber Vater. Hier können wir weitergehen. Und dann haben wir hier. Erdmänner. Ne, das sind Präriehunde, ne? Ja. Wir haben auch ein schönes Gehege. Und das ist wirklich, wie man so schön sagt, Zoo-like. Ja? Schön gemacht. I like very much. Ach, die haben sogar noch ein Innengehege. Da sind sie. Ihre angefressenen Melone. Die Türen hast du auch 1A eingebaut und guck mal hier die Felsarbeit. Oh, guck mal hier mit Kamera. Was wahrscheinlich so ein Sprengler darstellen soll, falls mal brennt und so. Oh, das finde ich gut. Sehr gut auf Realismus gemacht. Das ist wunderbar. Da hinten ist die Tür, okay. Die Blumenarbeit, schön. Schön gemacht. Rundweg. Ich habe immer Angst, dass man was verpasst. Hier so ein asiatischer Schrein einfach mal hingezimmert. Schön. Rundweg. Okay. Wir gehen hier weiter. Rundweg oder Rundweg? Das Ganze habe ich auf mittags gelassen. Der Park war so, also der Zoo war so eingestellt. Hier geht es auch zum Rundweg. Und erstmal hier den Gong schlagen. Nein. Rote Pandas. Ja, das ist asiatisch. So muss es sein. Ach, ist das schön gemacht. Schöner Kletterstuff. Sieht man denn auch irgendwo rote Pandas? Die Holzhütte da hinten ist ja cool. Da. Oh, wo ist es denn? Oh. Planet Zoo glänzt mal wieder. Ja. Der rote Panda
schwebt ein bisschen dahin. Wollen wir von hier nochmal gucken? Die kleinen Hütten finde ich ja cool. Die sind ja geil gemacht. So, oh, jetzt geht's los hier. Guck mal. So, was haben wir denn da? Lemuren. Das Haus sieht auch mega aus. Da wird gerade sauber gemacht. Sind die schwarz-weiß. Oh, hier. Oh. Können von innen gucken. Oh, das sieht auch mega geil aus. Mit Baby sogar. Das hast du auch geil gemacht hier. Schön. Da können sie laufen. Die sind noch einigermaßen gut animiert, finde ich. Die Lemuren. Aber es gibt Tiere bei Planet Zoo. Die sind echt. Naja. Aber der Kletterstaff, also da hast du aber Talent für. Mein lieber Vater. Das sieht mega geil aus. So, sagen wir hier. Da sind die anderen drin. Okay. Kletterstaff. Kletterstaff finde ich ja echt schlecht, muss ich auch sagen. Aber auch schön hier oben drüber. Also so wirklich Zoo-like. Kann man nicht anders sagen. Herrlich. Das hast du sehr, sehr, sehr gut gemacht. Da kamen wir raus. Dann gehen wir da gleich mal in dieses große Gebäude rein hier. Rundweg oder Rundweg? Wir nehmen den Rundweg, würde ich sagen. Oh, hier die Blumenarbeit. Ey, guckt euch das mal an. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal von oben angucken. Ganz am Ende. Das ist ja mega. So. So hier. Das Tigerhaus. Das wollen wir sehen. Das wollen wir mal sehen. Königstiger. Da ist er. Glaub, die haben sich gern. Sieht nicht aus, als ob die streiten. Mega gemacht. Hier ist eine Einbahnstraße, okay. Und dann quasi ein Tiger hier als Mittelpunkt. Hat er da auch eine kleine Höhle. Das ist mega geil gemacht. Nehmen wir noch ein Schuppentier. Ach, guck, hat Spaß in den Backen. Pork, einmal durchgeglitscht. Das kann Planet Zoo ja unheimlich gut. Ja, da würden die Tiger anscheinend doch sehr gerne rübergehen. Oh, guck mal hier, das Gebäude ist ja mega geil. Yeah, kann ich da nur sagen. So, sind wir wieder auf diesem Mega-Platz hier. Ich gucke uns erstmal hier die Statue an. Guck mal, wie schön die eingebaut ist hier. Das soll ja ein Vogel darstellen, denke ich mal, ne? Mega. Das ist schon was. Der Rundweg würde jetzt hier weitergehen. Moment. Rundweg, Rundweg, was haben wir hier? Das Palmenhaus. Kommen wir von hier rein? Ja, dann gehen wir nochmal rein hier. Keine falsche Scham. Ey, guckt euch das an. Da wird Geländer draußen dran. Uhu. Das Palmenhaus. Ja, was erwartet uns hier? Palmen wahrscheinlich. Hehe.
Wie gesagt, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Atmosphäre reingebracht durch die Boxen, wo man also bestimmte Geräusche reinbringen kann. Ah, hier sind ein paar Vivarien. Wunderbar eingebaut mit den Steinen. Ja, mal ein Frosch. Ein Feuergefrosch. Sitzt doch gleich hier vorne. Ach, den habe aber selbst ich gefunden. Dann haben wir hier noch einen Frosch. Wahrscheinlich, ne? Auch hier vorne gleich. Ja, die wissen, dass ich vorbeikomme. Visite ist und also da muss man auch bereit sitzen. Hier ist noch ein Frosch. Und da vorne sitzt er. Und da noch einer. Sehr schön. Ja, die wissen, ne? Wenn Visite ist, dann muss man auch präsent sein. So ist das nun mal. Wo die Leute finden es auch herrlich. Es ist schön angelegt hier. Schön, schön. So. Es wirkt immer ein bisschen kahl, aber so sind diese zoologischen Gärten einfach. Da war das Tigerhaus, ne? Glaube ich. Und hier waren die Lemuren, ist das richtig? Lemuren, genau. Okay, dann kann man von hier. Der Rundweg war ja da hinten ausgeschildert mit Rundweg. Rundweg. Dann gehen wir doch da mal lang. Ich mir das gar nicht vorstellen kann, das sieht so leer aus da hinten. Rundweg, Tigerhaus, Rundweg. Und jetzt steht hier aber Rundweg. Hier lang. Okay. Dann gehen wir hier lang. Da ist noch ein Schild. Wir werden es schon finden. Noch ein Rundweg und Rundweg. So, was haben wir hier? Steinböcke. Und da gibt es auch einen Rundweg. Jetzt wollen wir erst bei Steinböcke gucken. Ach, auch schön passend. Weil ein Rolltor wahrscheinlich. Jawohl. So muss das sein. Hier und eine Pergola, was damit beabsichtigt ist, weiß ich wohl auch. Das Ufer ist flechten, aber naja. Ist ja schon meckern auf rum. Oh, hier wird auch Sonne eingefangen. Geil. Mit Solar. Die haben ja aber auch was zu klettern, ne? Steinböcke brauchen ja auch viel Felsen. Das sieht geil aus. Mag ich. Moin. Auch der Hang zur Realität, ne? Hier mit naja, mit Abzug und mit der Solarpaneele. Das finde ich super. Jetzt sind wir hinter dem Palmenhaus. Kaipibaras, ja, gucken wir uns die doch an, ne? Wenn die schon da sind. Da sind sie. Die Zäune sind schön gemacht. Da gibt es auch eine kleine Plattform, wo man gucken kann. Okay. Bist im Stil geblieben. Hier mit den kleinen Häuschen wieder. Ja. So machen. Alles immer so ein bisschen tiefer gelegt, damit man auch schön reingucken kann. Oh, guck dir das an. Da werden wir gleich hinkommen. Die mampfen jetzt erstmal die Melone auf. So wie das sein soll. Ja, Kaipibaras, genau. Die haben sogar eine Statue. Okay.
Oh, das ist ja schön gemacht hier. Gefällt mir sehr. Dann wieder ein Schild. Ausgang, Rundweg. Rundweg. Wir nehmen den Rundweg, natürlich. Kalbibaras, haben wir geguckt. Rundweg, Lamas, jawohl. Auch wieder die Pergola mit rübergenommen. Da stehen sie alle. Oder, oh, guck mal hier, der hier. Er hat aber die Ruhe weg. Das ist Entspannung pur, würde ich sagen. So sieht auf jeden Fall kein gestresstes Tier aus. Schön nah dran. Ja, das gefällt mir doch. Das ist wunderbar gemacht. Und hier geht's weiter mit dem Rundweg. Dammwild. Da muss man wahrscheinlich wieder die Flucht ausstellen. Weil das passt ja immer nicht. Ist ja bei mir, glaube ich, aber generell ausgestellt. Aber auch hier mit dem... Oder ist das vom Weg? Das könnte vom Weg sein. Ah. Nutzt man ja auch viel zu selten, tatsächlich. Hallo. Hallo, Reh. Oh, ein Kitz. Na du? Brauchst keine Angst haben. Du bist erst zu Weihnachten fertig. Mensch, bleib doch hier. Ach, schön gemacht als Durchlaufgehege. Das kann man nicht anders sagen. Das sieht mega aus. So wie so ein Durchlaufgehege halt ist, ne? Aber. Dammwild. Sie gucken sich erstmal hier interessiert die Steine an. Das hat aber ein schönes Hemd an. Gastronomie, Dammwild. Oh, hier gibt es noch mehr Gastronomie. Oh, guckt euch das Haus an. Sieht das geil aus, oder was? Die Idee muss erstmal kommen. Aber es sieht so typisch deutsch aus, tatsächlich. Wieder ein schöner Brunnen. Ach, guck mal, ist das hier ein Herz oder was ist das? Nee, aber sieht egal aus. Wie gesagt, das gucken wir uns alles mal von oben an. Hier gibt es noch ein WC, okay. Für Leib und Wohl ist gesorgt. Da ist nichts, ne? Okay. Hier der heilige Pfennig. Hier wahrscheinlich Phoenix. Oh, Steine. Da sind Phoenix. Ist auch irgendwie cool, ne? Wie Füchse, nur nicht in Rot und mit Riesenohren. Deswegen der Phoenix-Fuchs. So. Da kann man sogar reingehen. Ach, hier wieder schön mit der kleinen Tür hier. Oh, das finde ich ja super. Das ist geil gemacht. Da oben ist jetzt ja gut. Oh, schläft noch einer. Du. Schön gemacht. Schön gemacht. Da gibt es nichts dran zu klingeln. Haben wir hier. Erdmännchen. Das sind die Erdmänner. Hier mit den kleinen Türen. Schön. Doch, das gefällt mir. I like very much. Ich bin ja eh so ein Fan von Realismus. Auf Realismus pur hier. Mit der kleinen Tür.
Aber die Pfleger kommen da nicht durch, ne? Haben die noch einen anderen Weg? Sonst meckern die ja, wenn sie nichts sauber machen können. So, ich denke mal hier. Rundweg, Rundweg, aha. Viele Wege nebeneinander, das ist eigentlich auch ganz toll. Ach, hier sind wir am Kranichhaus. Guck mal. Wir müssen einfach hier gucken. Da steht schon einer. Spielt mit den Spiegeln. Okay, dann gehen wir mal rein. Ne? Blub. Ja, Kraniche. Bin ich mir unsicher. Kann man die so. Hacken die nicht oder so? Ich weiß es nicht. Ja. Wird schon gehen. Schön. Also deine Gebäude sind mega. Rundweg, Rundweg. Hier stehen aber überall Schilder. Rundweg, Rundweg. Okay, aber jetzt da hier waren wir schon, das weiß ich. Jetzt möchte ich mir mal nochmal das Reptilienhaus. War hier, genau. Also so groß ist jetzt der Zoo nicht. Dafür aber mein lieber Vater, der ist aber um einiges. So, muss man jetzt unten oder oben rein? Die sind unten rein. Gehen wir hier mal gucken. Ist noch ein Löwe? Löwenkopf. Oha, hier wirklich. Schlänkchen liegt hier. Was haben wir hier? Braunschlangen. Liegt hier. Mensch, wir finden ja heute sogar jedes Vivarientier. Das ist ja gruselig. Schlange. Oh, das war, glaube ich, gerade schon. Auch hier mit den eingepflanzten Pflanzen. Schön. Schön, schön, schön. Was ist die Texas-Klapperschlange? Mach sein. Nur die da oben. Ja, komm ruhig. Spring durch uns durch. Ist nicht schlimm. Hier ist ein Skink. Ja, der kommt zu der Lampe. Noch einer. Da oben. Gruselig, wir finden fast alle Tiere hier. So. Hier ist ein Leguan. Das würde mich hier natürlich interessieren. Hier ist noch ein Leguan. Ja. Der ist doch gar nicht so klein. Da oben sitzt er doch. Ach. Geht's ja auch nach oben lang? Mal gucken. Hier ist die gelbe Anaconda. Schon wieder springen die durch uns durch. Gut, die haben wir jetzt nicht gefunden. Die markanteste, vielleicht auffälligste Schlange hier. Die haben wir nicht gefunden. Abgottschlange. Nochmal ein Frosch drin. Gut. Weiß ich nicht. Das müssen wir noch mal oben gucken, ne? Hilft ja alles nichts.
Also da muss ich. Das interessiert mich jetzt. Entschuldigung. Ob es jetzt hier auch noch was gibt. Gebäude sind mega. Gut, das habe ich jetzt aber auch schon. Was ist das für eine Ruckelfahrt? Gibt's hier auch noch was? Schauen wir mal. Bin ja neugierig. Nur Abgründe. Okay. Dann machen wir schnell wieder raus. Schade. Hier ist nichts mehr drin. Gut, gut. Gut, gut. Pock. Wir springen die Treppen herunter. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das war's tatsächlich schon. J&V. Hallo. Stehst du hier so rum? Shop haben wir gesehen. Wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen mehr Feeling durch die Boxen, aber ansonsten wunderschön. Hier haben wir den Parkplatz. Hier lang. Also hier steht auch überall Gebäude rum. Um zu, sag ich mal. Also hier haben wir noch ein Gebäude. Gehen wir mal rein. Hier, ach, hier ist der Spawner. Schön, schön. Ja, ich glaube, das war's tatsächlich. Wir gehen aus der Kameraperspektive wieder hinaus und fahren mal hoch, damit ihr mal seht, was für ein toller. Guckt euch das. Also hier wird man dem noch nicht gerecht. Also hier haben wir die Häuser. Wir fahren gleich wieder ein bisschen ran. Diese Blumenbeete und also das ist. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Also wer auf Synchronarbeit steht, der wird hier echt fündig. Guckt euch das an. Sieht das mega geil aus? Oder nicht? So, das wollten wir hier nochmal gucken. Diese Gärten zwischendurch, ne? Man könnte denken, oh ja, ist ein bisschen kahl, aber nee, das sieht so aus in den zoologischen Gärten. Guck mal, das haben wir nämlich jetzt hier nicht gesehen. Habe ich das hier hinten gesehen? Ja, da waren die Bisons, ne? Mal hier hätte man sitzen können. Hier wäre man raufgekommen. Oh, manchmal muss man einfach nur ein Stück weitergehen. Das tut mir leid. Schön hier mit den Springbrunnen. Hast du hier noch so ein kleines griechisch angehauchtes Häuschen? Hier hast du noch Brücken. Was haben wir hier drin? Habe ich das gesehen? Ja, hier sind die Bisons. Guck, dann war ich hier. Richtig. Ja. Boah. Fantastisch. Fantastisch. Also nicht so viele Tiere, gar keine Frage. Oh, hier ist eine Helix. Hier haben wir dann nochmal diese moderne Kunst an Vogelstatue. Aber guckt euch mal alleine die ganze Wegführung an und so. Das ist mega. Hier waren die Steinböcke. Die Lamas. Oh, guck mal, hier sogar ein kleines Labyrinth, das haben wir gar nicht gesehen. Da haben wir wieder stumpf dran vorbeigelaufen. Ach, guck mal, das ist das Planet Zoo-Logo. Wie geil ist das denn? Hier war ja Phönix und Erdmänner. Hier ist
Kraniche, ne? Kraniche waren hier. Jawohl. Wunderbar. Wunderschön. Ein wunderschöner Zoo. Es müssen nicht immer 28 Millionen Tiere sein. Der muss einfach mal schön angelegt sein. So, was nehmen wir denn als Screenshot? Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht genau. Aber so sieht man ja nicht viel. Naja, das wird ja mein Problem sein, nicht euer. Vielleicht so. So. Das war die Zoo-Visite für heute. Ich fand diesen Zoo mega toll. Das, jeder, den Link packe ich natürlich unten in die Beschreibung. Schloss Monrepos von Chris Lee. Mega. Mega. Danke, dass ich ihn vorstellen durfte. Du hast einfach mega Gebäude gebaut, die sehen sehr, sehr deutsch aus, wie in solchen zoologischen Gärten sind. Und die Gehege waren super, aber natürlich strotzt dieser Zoo vom Ambiente, von diesen Blumenbeeten und wie es alles angelegt ist. Das ist so mega. Ladet euch diesen Zoo runter und ihr werdet euren Sonntagsspaziergang genießen. Das sage ich euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Mein Name ist Thomas Freaks. Bis zum nächsten Mal.